Ich weine nicht, Johannes. Ich weine nicht. Diese Woche war die schlimmste Woche seit eigentlich in diesem Jahr, vielleicht sogar seit jemals. Junge, was diese Woche passiert ist, kann man sich nicht ausdenken. Der Vlog wird nicht so ganz normal ist wie immer. Wir wollten eigentlich für den besten Döner Deutschlands nach Stuttgart fahren. Was aber dann alles passiert ist, Junge. Ja, das seht ihr jetzt. Was ich vorhin noch sagen wollte, meine Freunde, die neuen Hey-Shirts sind endlich verfügbar im Hey-Shop. Mit dem wunderschönen Hey-Logo. Reflektierend und Leute, Lauch-Protection, meine Freunde. Wenn ihr lauchige Arme habt und das ist so geil geschnitten, dass es einfach über eure lauchige Arme fällt, ihr werdet einfach unnormal cool damit aussehen. Wir hatten einfach nach 10 Minuten unser ganzes Lager leer, das heißt, es kann ein bisschen länger dauern jetzt. Und vielleicht kommt eine Woche später an, aber geht auf jeden Fall jetzt auf hater.de und tretet dem Hate-Team bei, Leute, die sind cooler und besser und schneller als der Biff. Lasst die Geschichte beginnen. Und wie ich am Ende sogar noch in Handschellen lande, seht ihr jetzt. Holst du an, was für eine Wendung diese Reise nehmen wird? Sind wir losgefahren nach Stuttgart? Also, wir haben den besten Döner der Welt gegessen. Bis dahin lief alles wirklich sehr gut. Leute, wir sind gerade in Stuttgart, also irgendwie so 4 Stunden von Köln entfernt. Nur um einen Döner zu essen. Schaut euch an, wie wunderschön dieses Ding aussieht. Oh mein Gott, Digga. Ich bin so gespannt. Es soll angeblich der beste Döner sein in Deutschland. Samen wollt ihr auch wundervoll. Das sieht sehr krass. Sehr, sehr krass. Ich würde sagen, wir machen den Probiertest. Boah, Digga. Ein bisschen reicht nicht, Jungs. Das ist noch mal krasser als Frankfurt, Digga. Ja, noch mal krasser als Frankfurt. Geil. Und dann haben wir jemanden getroffen, den ich schon lange nicht mehr auf dem Vlog-Kanal hier gesehen habe. Hallo, meine Freunde. Wir sind gerade in einem random Raum. Er sieht wirklich wunderschön aus. Nein, jetzt, warte mal. Jetzt sieht er wunderschön aus. Wir sind heute spontan nach Stuttgart gefahren, um den besten Döner der Welt zu probieren. Ja, Leute, wir sind hier hingefahren, um einen Döner zu essen. Und jetzt, meine Freunde, werden wir aber noch die Zeit nutzen. Denn, Leute, jemand Legendäres kommt auch aus Stuttgart, meine Freunde, den ihr doch vielleicht noch kennt aus damaligen Videos. Und er wird jetzt gleich jeden Moment durch diese Tür kommen. Ihr schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht schon wisst, wer es sein könnte. Es ist wirklich legendär, Leute. Ich habe auch wieder meine alte Brille angezogen. Und es geht wieder in die alte Zeit zurück. Hallo! Selina ist wieder da, ich kann es nicht glauben! Hallo Leute! Man kennt sie aus legendären Videos wie zum Beispiel die dicke Clip-Reaction. Das haben wir außerdem nicht wir organisiert. Warum treffen wir uns eigentlich immer an so weirden Orten? Letztes Mal war es in Ihnen, Berlin, dann lagst du irgendwo rum und jetzt ist Berlin so komisch. Was ist das hier, Alter? Ist das ein Fuß? What the fuck? Bist du nicht Zell und ich Leute, wir machen jetzt den Lügendetektor 3 Jahre später, meine Freunde. Ich muss niesen, warte kurz. Corona! Ja, jetzt wollen wir es ja auch hören, ne? Wo bleibt der Nieser? Ich konnte jetzt nicht mehr. Leute, eine Premiere, es geht wieder los, ich kann es nicht glauben. Wir sitzen an einem Tisch und drehen ein Video zusammen. Selina, ist das nicht wunderbar? Sehr spontan gewesen. Aber ehrlich, das ist wunderbar, das ist echt cool. Es ist wunderbar. Es ist sehr schön. Es ist wunderbar. Ja, Leute! Ich sag eh nur die Wahrheit, Leute. Also von daher habe ich da überhaupt kein Problem. Dann haben wir ein paar Lügendetektor-Fragen gemacht. Das ganze Video seht ihr auf Selinas Kanal. Aber Leute, die einzig wahre Frage musste ich stellen. Ich will auch eine Frage stellen. Mach nicht so unangenehm. Okay. Als du auf dicke Klippen damals reagiert hast und den Twerk gesehen hast, warst du wirklich beeindruckt davon? Leute, twerken kann er auch. Ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ja! Wow, Leute, also wirklich. Will, das ist eine Lüge! Will, das ist eine Lüge! Wenn das eine Lüge ist, dann bin ich richtig sauer. Selina? Ich bin ganz ehrlich. Ah! Hä? Ich hab keinen Elektroschock gespürt. Da war nicht. Ich bin raus. Ich drehe den Scheiß wegen mir heute. Das reicht. Das war alles gelogen. Es war keine Salat. Es war keine Lüge hier kurz vor. Frage, die sich jeder gestellt hat. Oh, oh. Warst du verliebt in Hemoritz? Hattest du mal einen Crush auf Moritz? Leute, ich war damals 13 oder 12 Jahre alt, ich weiß nicht mehr ganz genau. 13? Bei der Frage muss ich mich leider abstellen, das ist mir zu unangenehm. Das ist echt richtig unangenehm, Leute. Aber also wenn das jetzt hier keine Lüge sein sollte, ja. Also so ein klein, so minimal, Leute. Es sind nur 36 Monate. So lange ist das nicht her gewesen. Wenn jetzt Lüge kommt, ne? Warte mal, du hast ja gesagt, ja, hast du ja gesagt? Ja. Ist alles den Berg hin und her gegangen. Aber jetzt eskaliert alles. Leute, und zwar war es so. Wir waren nachts, wir sind von diesem Dönerladen weggegangen, es war stockdunkel und verfickte Scheiße. So ein dummer Poller stand da einfach und ich wollte ausparken, erst einmal. Und ich höre nur.
Und ich dachte so, nein, 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 was ist passiert? Und dann haben wir diese Aufnahme hier gemacht. Leute, wir haben ein Problem. Leute, wir haben ein Problem. Ein sehr großes Problem. Wir haben gerade einen Döner geholt und es könnte sein, dass ich ein Schild übersehen habe. Und es könnte sein, dass wir vielleicht gegen dieses Schild gekommen sind. Und es könnte sein, dass mein Auto jetzt so aussieht. Oh nö. Oh nö. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Aber jetzt können die Leute sich von außen angucken, Digga. Hey, geht ab. Oh, Junge. Ja. Nee, geht nicht weg. Ah, verdammt, das geht nicht weg. Ja, ich glaube, das wird nichts. So. Und dann nochmal dreimal draufhaut. Oh, das ist jetzt, glaube ich, jetzt ganz abgefallen. Nein. Haben wir irgendwo Gaffer-Tape, Digga? Ja. Ja, wir haben. Okay, Leute, wir müssen das ganz kurz hier ein bisschen retten. Digga, ist das f***ing belastend, Junge. War wieder ein wunderschöner Abend, ein wunderschöner Abschluss des Tages. Freut uns mal wieder alle sehr doll. Richtig toll. Schau mal hier. Made in Russia. Made in China. War aber hält wieder gut. Das war der teuerste Döner in meinem ganzen Leben. Super. Ich schätze mal so 5000 Euro. Tschüss. Aber Leute, es kann natürlich noch schlimmer werden. Nicht nur ist mein Auto kaputt gewesen, sondern wir wollten noch was essen gehen. Und wir kamen wirklich aus dem Restaurant raus. Und nach 2 Minuten kam ein Polizeiwagen angefahren. Aus dem Nichts. 40 Polizisten kamen gefühlt rausgeströmt auf uns zu. Und ich so, what the fuck passiert? Was passiert jetzt? Und dann meinte der eine so, ein Diebstahl war an der Straße. Wir müssen euch kontrollieren. Ich so, what the fuck, what the fuck. Ich dachte, die verarschen. So ein bisschen gelacht. So, was passiert hier? Also, du verstehst den ersten Alarm nicht. Oh mein Gott. Ja, die können gerne die Kugel. Ich will mal eben ganz kurz Tachlis reden. Ja. Ich halte das hier nicht für einen Witz. Und wenn ich das jetzt feststelle, wenn ich feststelle, dass sie das hier nicht für einen Spaß halten, dann stelle ich sie jetzt an die Wand und dann werden sie erstmal gefesselt. Das finde ich auch nicht toll. Aber so läuft es. Wir kommen doch gerade aus dem Restaurant. Sie haben doch keinen Diebstahl übergeben. Sie stellen sich schon mal jetzt an die Wand. Und meinte, dass ich an die Wand gehen soll. Also ich stand da irgendwie so an der Wand. Gedrückt. Du wurdest verhaftet, Digga. Ich hab auch hier, ihr seht es jetzt hier auf der Aufnahme auch. Ich wurde verhaftet. Okay. Ich bin wirklich aus dem Restaurant. Ich würde gerne die Gastronomen da fragen. Und dann wurde ich da noch ewig lang festgehalten, ohne Grund. Also wirklich, ich hab sowas noch nie erlebt. Ich war einfach nur verwirrt in der Situation. Oh mein Gott, ich hab was mit dir. Bruder, und am Ende dann haben wir da irgendwie mit dir geredet und meinte so, ich bin kein Dieb, sorry. Also pass auf, Leute, es ist gerade Folgendes passiert. Wir sind gerade im Restaurant rausgekommen und wir wurden durch den Diebstahl. 10 Sekunden. Oh, wir waren ein richtig toller Tag, der ganze Scheiß. Und am nächsten Tag wurde es dann noch schlimmer. Am nächsten Morgen haben wir gemerkt, dass das Auto komplett kaputt ist. Denn dann mittlerweile das komische Sachen gemacht. Das hat komisch gekratzt und das war alles so schrecklich. Oh nein. Voller Krise. Der Reifen ist kaputt. Warte, ich kann nicht fahren mit dem Auto. Ja. Oh mein Gott. Warte. Hast du es gesehen? Hast du? Ja. Schau mal, was im Backup passiert. Schau. Oh. Die Mami. Oh nee, Digga. Oh mein Gott, wie nervig. Oh. Oh mein Gott, ist das annoying, Digga. Okay, Leute, das Auto ist offiziell komplett kaputt jetzt, Digga. Mann, das ist ein sehr trauriger Moment gerade. Mein Auto wird jetzt abgeholt nach 1,5 Jahren. Und dann kam der Profi, der das Auto dann abgeholt hat und hat das Ganze begutachtet und meinte, es sieht wirklich sehr schlecht aus und dass die Reparatur sehr lange dauern wird, weil wahrscheinlich wirklich was Wichtiges kaputt gegangen ist. Und dann habe ich erst realisiert, wie schlimm es eigentlich ist. Ich hasse dich so sehr. Ich bin gerade so traurig, Digga, und du machst sowas. Das ist, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr als der Schaden. Das wird richtig teuer, ne? Scheiße. Und jetzt das. Ich weine nicht, Johannes. Ich weine nicht. Ich weine nicht. Alles. Ich weine nicht. Oh Mann. Nein, nein. Nein. Ich weine nicht, Leute. Dieser Moment ist gerade einfach nur absolut verrückt. Der Moment ist wirklich einfach nur absolut verrückt. Ey, komm, so scheiße ist er nicht, oder? Das ist ein Familienauto, ne? Der ist halt, ich finde ihn gut. Ein neues Auto jetzt hier, Leute. Toll. Aber jetzt müssen wir noch kurz wohin fahren. Ich muss mir auch was holen, Digga. Was musst du mir holen? Ja, komm, steig ein. Los. Digga, ich weiß. Parkhäuser ist nicht so dein Ding, ne? Ja, dann fahr lieber raus, Digga. Wirklich, Junge. Fahr lieber raus. Ich will jetzt rein, das Auto. Nein. Ich fahr mal die Fresse, Digga. Nerv mich jetzt. Mal sehen, wird er das schaffen, das Auto auszuparken, ohne es kaputt zu machen? Leute, wo Johannes wollte, dass ich jetzt hier hinfahre. Ich habe keine Ahnung, warum. Der Laden sieht ganz komisch aus. Da ist er, Junge. Was hast du da gekauft, Digga? Ich habe eine kurze Preisverleihung für dich. Eine Preisverleihung? Ja, wir haben uns Abend hier versammelt. Wurde auch jetzt votet für den schlechtesten Fahrer der ganzen Welt. Und zwar bist du der Fahrer. Den Pokal. Ich hab dafür einen Pokal einfertigen lassen. Hier steht drauf, dass du der schlechte Fahrer bist. Du hast ihn gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so peinlich. Die ganze Straße applaudiert für dich. Yay. Oh, wie cringe, Digga. Danke. Vielen Dank, Johannes. Wirklich. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, why, why.
bin ich immer so frei. Niemals down, denn wir sind so high.